Einen wunderschönen Tag. Hier ist MD Vegan. Heute ein Fastentag. Ein wunderbarer Tag, draußen stürmt. Ja. Der April ist morgen, der 1. April ist morgen. Heute ist 11 Tage nach Neumond. Perfekte Gelegenheit, so richtig den Körper zu reinigen, nach innen sich zu wenden. Draußen ist es stürmisch und wild. Dann bleibe ich hier drin. Ja, und am Ende eines Fastentages belohne ich mich gerne mit einer besonderen Leckerei, einem Dessert, einem Fastendessert. Und zwar habe ich mir eine Kokosnuss aufgemacht und diese leckere Kokosnussmilch gemacht. Hier setzt sich schon die Sahne oben ab. Das rühre ich gleich wieder unter. Köstlich. Und zu Kokosnussmilch passt ausgezeichnet dieser wundervolle Kurkuma. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Kurkuma kennen viele mittlerweile schon. Der ist aus der Ingwerfamilie und sehr, sehr gesund. Also eine der gesündesten Pflanzen, die es überhaupt gibt. Ich habe hier eine ganze Menge davon. Normalerweise braucht man wirklich nur ein bisschen. Ich habe hier so viel. Schaut mal. Und das ist, weil diese Kokosnussmilch so viel von dem Kurkuma bindet, aufnimmt. Es ist nämlich so, dass die Kokosnussmilch, das Kokosnussfett gebraucht wird, damit der Kurkuma, das Kurkumin, im Kurkuma überhaupt anfangen kann zu wirken, sonst wird es gleich wieder ausgeschieden. Das Fett trägt es direkt ins Blut, den Wirkstoff. Deshalb braucht man eben dieses Kokosnussfett als eines der gesündesten Fette, um den Kurkuma, das Kurkuma wirklich wirken zu lassen. Und dazu werde ich mir eine ordentliche Portion Süße genehmigen, mineralreiche Süße, Datteln. Ich habe 10 Stück für einen Liter Kokosnussmilch. Und um die ganze Sache noch ein bisschen zu verschärfen, ein bisschen Ingwer. Nicht zu viel. Ja, das könnte schon zu viel sein, da muss ich aufpassen. Ich fange mit einer kleineren Menge an. Beim Kurkuma weiß ich schon, das ist eine gute Menge. Ja. Und ich habe hier in diesem Mixer, habe ich gerade die Kokosnussmilch gemacht. Das heißt, der ist noch ein bisschen mit Kokosnussmilch bedeckt. Aber wenn ich jetzt mal einen Liter reintun, die 10 Datteln, ja, die Handvoll Kurkuma und sagen wir mal 2 von diesen 3 kleinen Ingwerstückchen. Man kann es sogar so lange mixen, dass es schon warm wird. Das ist nämlich bei dieser Kälte draußen, ja, in diesem unwirtlichen Wetter, ist es sehr schön, was Warmes zu trinken und das macht der Mixer ja automatisch. Ob ich so lange mixen werde, jetzt weiß ich nicht. Ich lege einfach mal los. Mal gucken. Es soll jedenfalls schön cremig werden. Und lecker. Nichts und wieder auch nicht. Man soll natürlich vorher genau gucken, ob die Dattelkerne draußen sind alle. Ich war vielleicht nicht ganz so aufmerksam. Mal gucken, wie es schmeckt. Mmh. Oh ja. Wunderbar. Das passt gut zusammen. Ja. Ich zeige euch, wie es aussieht. Man könnte das Ganze jetzt nochmal durch einen so einen Nussmilchbeutel durchsieben, um das feiner zu machen. Das ist aber gar nicht nötig. Ich finde es so auch sehr köstlich. Ich zeige euch mal, wie es aussieht. So fließt die leckere Kokos-Kurkuma-Milch ins Glas. Eine schöne Farbe, ja. Ein schönes, helles Orange. Ja, das werde ich mir jetzt als mein Fastendessert zu Gemüte führen.
Und euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Vielleicht mag ihr auch fasten. Ich mache es jede Woche einmal regelmäßig. Im Mondrhythmus verschiebt sich das ein bisschen. Neumond, Vollmond, 11 Tage jeweils danach sind 4 Fastentage im Monat im Schnitt. Und dabei kommt man, was regelmäßig macht. Und ich finde immer, die Regelmäßigkeit hat den stärksten Effekt auf viele, viele Dinge, die Gesundheit zum Beispiel auch. Ja, was man mit Regelmäßigkeit macht, dadurch bauen sich Gewohnheiten auf. Von diesen Gewohnheiten kommen eben auch Charakterzüge und feste Eigenschaften, wie zum Beispiel dann auch die Gesundheit. Ja, dann hat man, wenn man 7 Jahre lang das macht, hat man ein ganzes Jahr gefastet. Und das soll man nachmachen. Also es ist eine sehr effektive Methode und kann ich sehr empfehlen. Und wenn ihr auf diese Seite Triyoga Mondfasten geht, bei Facebook, da findet ihr auch diese ganzen leckeren Rezepte, die ich da veröffentliche, und auch einen Mondfastenkalender. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert bei YouTube, MD Lean, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept von mir. Bis bald.